Servus, grüßt euch, ich bin's wieder, euer Moni. Heute gibt's passend zur Spargelsaison eine Spargelquiche. Für den Mürbteig braucht man die Markenbutter von Goldsteig, Mehl, Ei und Salz. Für die Füllung braucht man natürlich jede Menge Spargel, Zwiebel, Speckwürfel, die kann man aber auch echt leicht weglassen, Sahne, Muskat, Salz und Pfeffer und Ricotta und Emmentaler von Goldsteig. Wir brauchen 250 Gramm Mehl, ein Ei, 2 Prisen Salz und 170 Gramm von der Markenbutter von Goldsteig. Das Ganze wird jetzt zu einem glatten Teig verknetet. Der Teig wird jetzt in Frischhaltefolie gewickelt und darf dann für 30 Minuten in den Kühlschrank. Ruhig ein bisschen platt drücken, dann kühlt es schön gleichmäßig durch. Ich habe den Mürbteig jetzt aus dem Kühlschrank geholt, wickel den jetzt aus und knete den Ärmel nochmal ganz kurz durch und dann wird er auf der bemehlten Arbeitsfläche ausgerollt. Ich rolle den Teig über das Nudelholz, bemehl hier immer mal wieder so ein bisschen und dann kommt es in die Springform. Den Teig jetzt an der Springform schön andrücken und den Rand, den schneide ich jetzt einmal komplett unten ab, dann wird er nochmal ausgerollt und dann separat obrot. Jetzt knete ich den Mürbteig nochmal, roll den länglich aus und da den dann als Rand in die Form legen. Ich schneide einmal die gerade Kante, quasi den Boden ab und schneide mir dann schon ungefähr die Höhe, die ich brauche. Das ist jetzt natürlich nur ein Teil vom Rand, aber der wird jetzt in die Form reingedrückt. Den Teig sowohl am Boden als auch am Rand miteinander verbinden und festdrücken und so weitermachen, bis quasi die ganze Form mit dem Rand ausgekleidet ist. Für die Füllung kommt jetzt Sahne, Ricotta von Goldsteig. Vom Ricotta braucht man 150 Gramm. Dann braucht man den Emmentaler von Goldsteig. Da brauchen wir eine halbe Packung vom Emmentaler von Goldsteig, und zwar den geriebenen. Und die 3 Eier. Und das Ganze wird jetzt mit Salz, Pfeffer und Muskat abgeschmeckt. Alles mit dem Schneebesen der Küchenmaschine verrühren. So schaut jetzt unsere gefüllte Form aus. Ich stiche jetzt mit der Gabel einige Löcher in den Boden. Dann backt es am Schluss schön durch. Und jetzt müssen wir das Ganze blind backen. Dafür einfach ein Backpapier nehmen, über die Form geben, ein bisschen reindrücken. Und da drauf kommen jetzt entweder die Hülsenfrüchte oder bei uns der Reis. Jetzt darauf schauen, dass der wirklich schön in die Ecken ist. Und so kann das Ganze jetzt für eine Viertelstunde blind gebacken werden. Die Ricotta-Emmentaler-Mischung ist jetzt fertig gerührt. Jetzt können wir den Spargel schneiden und ungefähr 6 Stangen beiseite legen. Das brauchen wir dann später für die Deko. Die Enden vom Spargel wegschneiden und verwerfen. Und den Rest vom Spargel in ungefähr 1-2 cm lange Stücke schneiden und die dann zum Rest der Füllung geben. Zum Schluss kommen jetzt nur die kross angebratenen Zwiebeln und Speckwürfel hinzu. Und wenn der Quicheboden fertig blind gebacken ist,
Dann kann die Füllung schon drauf. Die Quiche ist jetzt fertig blind gebacken und man kann den Reis oder die Hülsenfrüchte jetzt einfach in eine separate Schüssel packen und beim nächsten Mal einfach wieder verwenden. Jetzt kommt die Füllung in unsere Form. Das Ganze jetzt nur gleichmäßig verteilen. Und den Spargel, den wir beiseite gelegt haben, jetzt nur dekorativ anbringen. Die Quiche kann jetzt für 35 bis 40 Minuten nochmal zurück in den Backofen. Und so einfach ist die perfekte Spargelquiche zubereitet, und zwar mit Ricotta und Emmentaler von Goldsteig.